den Eigenschaften der Khawarij. Wir waren ja stehen geblieben bei der Sache, als Muawiyah radiallahu anhu und Ali radiallahu anhu nach der Schlacht von Siffin dann sich geeinigt haben, dass sie erst einmal das Thema beiseite legen, kamen die Khawarij und die haben Ali radiallahu anhu und auch Muawiyah radiallahu anhu beschuldigt, dass sie Kuffar geworden sind, dass sie Ungläubige geworden sind. Warum? Weil sie, anstatt mit dem Koran zu urteilen und zu richten, dass sie menschengemachte Gesetze benutzen. Und das ist natürlich ein Fehlschluss und das zeigt, wie wir gleich sehen werden, wie unwissend die Khawarij sind. Ja, und das ist eine wesentliche Eigenschaft der Khawarij zu jeder Zeit, auch heute und bis Yawm al-Qiyamah, ihre Oberflächlichkeit, ihr mangelndes Wissen, ihre mangelnde Vernunft. Ja, sie sagen, ja, in al-hukmu illa lillah, wie es Allah sagt, das Urteil gebührt nur Allah. Und Ali radiallahu anhu sagte, das ist ein wahres Wort, mit dem sie aber Falsches beabsichtigen. Haqqun urida bihi batil. Denn sie benutzen die Ayah, aber interpretieren sie falsch, also erläutern sie falsch, verstehen sie falsch. Und das ist auch der Aspekt heute, ja, bei den Takfiris. Sie nehmen die Ayat aus Koran und Sunnah, aber interpretieren sie falsch. Kommen wir nun zu den Eigenschaften. Wir müssen wissen, liebe Geschwister, dass es keine Sekte gibt, die so sehr vom Propheten sallallahu alaihi wasallam beschrieben wurde, wie die Khawarij. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hat über mehrere Fehler gesprochen, über einige Sekten oder vor einigen Sekten gewarnt, aber so sehr, wie er vor den Khawarij gewarnt hat, gibt es keine andere Sekte. Und da wollen wir uns noch einmal einige dieser Eigenschaften uns betrachten, denn diese Sekte bleibt bis Yawm al-Qiyamah. Also das ist eine der Eigenschaften der Khawarij, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, jedes Mal, wenn eine Generation vernichtet wurde, wird eine nächste Generation auftauchen, bis die letzte Generation mit dem Dajjal auftauchen wird. Also bis Yawm al-Qiyamah gibt es immer wieder Khawarij, ja, und Fanatiker in der Religion, die die Religion falsch verstehen. Eine dieser Eigenschaften ist, dass sie jung sind. Die meisten Khawarij sind junge Leute. Und das erklärt auch, warum sie in die Irre gehen. Weil in der Jugend überwiegt die Emotion. Die Erfahrung ist wenig. Und man denkt, man muss selbst die Erfahrung machen. Ich muss selbst das herausfinden, weil du bist nicht so gut wie ich. Deswegen, das muss ich erstmal herausfinden. Diese Jugend, diese Emotion ist was Tolles. Es ist was Gutes, es ist ein Antrieb. Aber dieser Antrieb muss gezügelt werden. Wie ich schon bereits erwähnt habe, dieses Gleichnis, welches einige Schuyuch erwähnt haben, die Emotion ist ein Motor, ein Antrieb. Aber die Religion, das ist die Schiene, das sind die Gleise. Das heißt, egal wie stark dein Antrieb ist, du musst auf den Gleisen bleiben, auf den Schienen bleiben. Wenn du nicht auf den Schienen bleibst und deine Emotion treibt dich an, wirst du entgleisen. Du wirst dann also einen Unfall bauen, du wirst vielleicht sterben. Ja, und das sehen wir bei der Jugend. Sie wollen selbst alles herausfinden. Niemand soll ihnen etwas sagen. Ja? Sie wissen es besser als die anderen. Und mit der Zeit, mit der Erfahrung, wird man weiser. Deswegen gibt es einen Spruch, ja? Also kein Hadith, aber einen Spruch. Wer einen Tag älter ist, hat umso mehr Erfahrung als du. Ja? Einen Tag älter, aber er hat dann viel mehr Erfahrung als du.